Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Holger Bonrath. Ich bin Geschäftsführer der Rich Media Factory. Und heute möchte ich mal gemeinsam mit euch einen Blick auf die neue Lumens VCR 30 werfen. Die VCR 30 ist eine Full HD BTZ-Kamera, die hauptsächlich im Bereich Livestreaming und Videokonferenzen eingesetzt wird, hier dann vornehmlich bei Großkunden und aber auch im Bildungssektor. Und was die neue VCR 30 wirklich kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die Kamera einen wirklich sehr wertigen Eindruck macht. Die einzelnen Komponenten sind super verarbeitet. Es gibt sie in zwei Farben, schwarz und weiß, und damit passt sie optimal in jeden Konferenzraum. Die Lumens VCR 30 hat die gebräuchlichen Standard-Videoausgänge für SDI, HDMI, Netzwerk und USB 3.0 und bietet uns damit vier gleichzeitige Outputs, die wir als Kameraquelle abgreifen können. PTZ-Kameras werden ja gerne im Livestreaming- und Videoconferencing-Bereich eingesetzt. Wir haben uns heute aber mal überlegt, wie sich die neue VCR 30 wohl in einer Studioumgebung macht. Deshalb sind wir hier bei Revaluate, einer Aktiengesellschaft aus dem Finanzsektor, die regelmäßig Online-Seminare in Verbindung mit der Mediasite von Sonic Foundry produziert. Und wie die beiden harmonieren, das checken wir jetzt mal aus. Wir haben die Kamera jetzt hier auf ein Stativ gebaut. Natürlich kann sie auch ohne Probleme an der Decke montiert werden. Wie nicht anders erwartet, war die Integration der VCR 30 sehr einfach und von dem Ergebnis sind wir absolut begeistert. Die Kamera mit ihrem Sony-Chip bietet ein super scharfes Bild und das intuitive Handling für Pan, Tilt und Zoom mit der Fernbedienung sind echt klasse. Wir wollten ja wissen, wie weit die Kamera auch für spezielle Studiozwecke einsetzbar ist und daher haben wir unseren Speaker gebeten, sich für einen spontanen Kurzvortrag in unseren Green Room zu stellen. Mit wenigen improvisierten Presets konnten wir in 0, nichts den Vortrag durch verschiedene Kameraeinstellungen noch lebendiger gestalten. Und das Ergebnis nach dem Keying war echt beeindruckend. Dank dem intelligenten Weißabgleich und dem automatischen Belichtungsmodus mussten kaum korrigierende Einstellungen vorgenommen werden. Wer sich mit den Einstellungen noch etwas tiefer auseinandersetzen möchte, der kann sich auf der Webbrowser-Oberfläche richtig austoben. Hier findet sich einfach alles, was man benötigt, um die Kamera für individuelle Zwecke zu konfigurieren. Unser Zwischenfazit nach dem Test im Studio: Mit der Lumens VCR 30 im Studio zu arbeiten, macht richtig viel Spaß. Sie ist schnell aufgebaut, mit wenigen kleinen Einstellungen kann die Kamera flott auf unterschiedliche Szenarien programmiert werden. Und wer sich etwas Zeit nimmt, kann in den Funktionen richtig sanfte Kamerafahrten einstellen. Wir haben jetzt hier in der Zwischenzeit mal ein bisschen umgebaut, weil wir doch neugierig waren, wie sich die VCR 30 in einem Videokonferenzraum macht. Denn natürlich ist die Kamera auch für Videokonferenzen gedacht und daher kompatibel mit allen bekannten Videokonferenzsystemen. Mit der Weitwinkellinse kann jede Person im Raum erfasst werden und der 12-fach-Zoom garantiert, dass der Präsentator auch in einem mittelgroßen Raum optimal erfasst wird. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass wir hier heute eine Menge Freude hatten mit der neuen VCR 30. Die PTZ-Kamera fügt sich perfekt in eine Studiosituation ein und unterstützt hier den Ablauf mit ihren flexiblen Features. Hierbei sind mir die wirklich super weichen Schwenks und Zooms besonders aufgefallen. Das finde ich für eine Studioproduktion sehr wichtig. Wie von Lumens angekündigt, sehe ich die Einsatzbereiche der VCR 30 hauptsächlich bei Videokonferenzen und im Livestreaming. Sie ist mit dem 12-fach optischen Zoom und dem 72,5 Grad Weitwinkel ideal geeignet für kleine bis mittelgroße Räume. Sie passt sich echt super den gegebenen Lichtverhältnissen an, auch wenn es mal nicht eine Studiobeleuchtung ist. Wobei hier dann auch noch die klasse Farbdarstellung ins Auge springt. Also eine PTZ-Kamera, die uns jede Menge Freude in der Bedienung bereitet und den Videokonferenzteilnehmern ein perfektes Erlebnis bietet.